Wir alle möchten eine Karriere haben, welche uns Spaß macht, welche uns erfüllt, welche uns emotional belohnt und welche vielleicht sogar unsere Leidenschaft ist. Und ich muss sagen, ich bin dort an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, hey, ich habe eine Karriere, die mir mehr als Spaß macht, die meine Leidenschaft ist, wo ich mehr als gut von leben kann und die ich gerade eigentlich mit nichts anderem tauschen möchte. Und ich will dir ein paar Sachen mitgeben, ein paar Tipps mitgeben, wie du dir eine Karriere aus dem Nichts aufbauen kannst oder wenn du gerade schon eine Karriere einige Jahre fortgeschritten bist, dein Feld sehr, sehr schnell wechseln kannst. Damit erstmal, hi, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn das ist ein Thema, was ich sehr, sehr interessant finde. Und ich werde auch ein paar Sachen sagen, die dir vielleicht nicht so gefallen. Und naja, die eigentlich entgegensetzt der Sache gehen, was viele, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsentwicklungsgurus, was auch so ein behindertes Wort ist, was viele Leute im Bereich Persönlichkeitsentwicklung sagen. Und zwar zuallererst möchte ich damit anfangen, fick deine Leidenschaft. Wirf dir aus dem Fenster. Lass das erstmal einsinken. Folg nicht deiner Leidenschaft. Warum? Es sind mit dem Prinzip, folge deiner Leidenschaft, finde deine Leidenschaft, da sind mehrere Dinge mit falsch, von vornherein falsch. Und zwar, zum einen geht es davon aus, dass wir nur eine Leidenschaft haben. Es gibt die eine Sache da draußen, wie dein Seelenpartner, es gibt nur diesen einen Partner da draußen. Es gibt diese eine Leidenschaft, die musst du finden, was erstmal unglaublich passiv ist. So, du kreierst sie nicht, du findest sie. Vollkommen passiv. Und nur wenn du diese große, einzigartige Sache gefunden hast, dann kannst du in deiner Karriere glücklich sein. Das heißt, das ist schon mal das Erste. Es gibt nur eine Leidenschaft, wo ich überhaupt nicht mit übereinstimme. Es gibt mehrere Leidenschaften. Dann zweitens, du findest sie, was ich auch absolut gegen bin. Du kreierst deine Leidenschaft. Und drittens, dass naja, die Leidenschaft so etwas so was Großes wäre. So auf einmal findest du sie, hast du so, boah, da ist sie, ich hab sie. Es ist so Roman, es wird so romantisch dargestellt. Drücken wir es mal so aus. Als wäre es diese eine schöne große Sache, die du findest und dann hast du sie. Was übrigens auch ein, wenn wir jetzt nochmal eine Idee weitergehen, nicht auf einem Growth-Mindset basiert, sondern auf einem Fixed-Mindset, also einem fixierten Mindset und nicht auf einem wachstumsbasierten Mindset. Das heißt, zuallererst mal, krieg die Idee aus dem Kopf, hey, find deine Leidenschaft, folg deiner Leidenschaft. Denn einer der schönsten Gedanken, die ich von Cal Newport mitgenommen habe, das ist aus dem Buch So Good They Can't Ignore You, ist, deine Leidenschaft ist nicht etwas, was du findest, es ist etwas, was du kreierst. Denk mal an Jimi Hendrix. Als er das erste Mal mit 3 oder 4 Jahren eine Gitarre angefasst hat, hat sich sein 3 oder 4 Jahre Kopf bestimmt auch nicht gedacht, das ist meine Leidenschaft. Ja, das ist meine Leidenschaft. Nee, er hat einfach Jahre und Jahre hinweg geübt, gespielt und dann kam mit der Zeit diese Leidenschaft. Und genau das ist der nächste Punkt. Du kreierst deine Leidenschaft. Ein schönes Zitat, was ich von Derek Sivers mitgenommen habe, ist Passion comes after expertise and experience. Das heißt, Leidenschaft kommt, nachdem du Erfahrung gesammelt hast und nachdem du Expertise aufgebaut hast. Das heißt, nimm dir eine Sache vor, eine Fähigkeit, was auch immer, und lerne die. Über Jahre hinweg. Und warum solltest du das machen? Naja, wenn du sagst, okay, ich möchte eine großartige Karriere haben, dann schauen wir uns doch mal an, was eine großartige Karriere ausmacht. Das sind Sachen wie eine gute Bezahlung. Du hast Wachstum. Du kannst als Person weiter wachsen. Es ist emotional sehr belohnend für dich. Du fühlst dich gut, wenn du dieser Karriere nachgehst. Du hast einen bestimmten positiven Impact auf dein Umfeld, auf andere Menschen, auf die Welt. Naja, solche Karrieren sind knapp. Es gibt nicht unbedingt unendlich viele davon. Und genau deshalb gehen diese Karrieren auch nicht an jeden. Du bekommst sie nicht einfach, du musst sie dir verdienen. Du musst dir so eine Karriere verdienen. Es ist nicht so, als würdest du ein Buch lesen oder einfach sagen, hey, ich will das meine Leidenschaft zur Karriere machen und plötzlich, bam, da ist es. Nein, das ist etwas, was du dir verdienen musst, wie alles im Leben. Und da kommst du hin, indem du Kapital für dich selber aufbaust. Indem du bestimmte Fähigkeiten lernst, indem du Erfahrung sammelst, indem du Expertise aufbaust. Niemand wird einfach Gehirnchirurg, einer der besten Gehirnchirurgen der Welt, naja, indem er sagt, ich werde jetzt Gehirnchirurg. Er muss eine ganze Menge Erfahrung sammeln, er muss eine ganze Menge, zehntausende Stunden, das ist mehr als eine ganze Menge, er muss zehntausende Stunden Arbeit investieren und üben, dass er irgendwann diesen Titel haben darf. Wenn das jetzt so deine Definition von einer tollen Karriere wäre, das wäre jetzt nur mal ein Beispiel. Heißt, du bekommst nicht einfach so eine Traumkarriere. Du musst sie dir erarbeiten. Und dazu bau so viel Kapital für dich wie nur möglich auf. Und dazu, um nochmal ein Stück weiter zu gehen, schieb den Gedanken von Leidenschaft finden weg.
Denn wie baust du Kapital auf? Wie wirst du wertvoll als Person? So wertvoll, dass, naja, es dir nicht schwerfällt, ein Unternehmen aufzubauen, dass vielleicht Investoren zu dir kommen, dass Kunden zu dir kommen, dass vielleicht Arbeitnehmer sagen, oh, der sucht eine neue Stelle, bitte komm zu uns. An diesem Punkt willst du im Endeffekt kommen, wenn du eine geile Karriere haben willst. Eine Karriere, die dir auch Spaß macht. Dann bau für dich selber Kapital auf. Lern verschiedene Fähigkeiten. Entwickle eine Expertise. Werde verdammt gut da drin. Und da kommst du nur hin, indem du dich wirklich verpflichtest, indem du dich committest, einen bestimmten Weg zu gehen. Und da kommen wir eben zum nächsten Punkt. Wenn du noch nicht weißt, wo du anfangen sollst, fang einfach irgendwo an. Etwas, was dein Interesse geweckt hat. Du sagst, hey, das könnte ganz interessant sein. Und dann sag einfach mal, okay, ich werde das Ganze jetzt 1, 2, 3, 5, vielleicht 10 Jahre durchziehen. Denn die Leidenschaft kommt mit der Zeit. Du baust dir eine Leidenschaft. Du findest sie nicht, du kreierst sie. Und je mehr Stunden du in eine Sache investierst, je mehr Expertise du aufbaust, desto wertvoller wirst du, desto mehr Kapital baust du auf und desto leichter wird es für dich auch, dann eine Karriere aufzubauen, welche dir Spaß macht, welche dich erfüllt, welche vielleicht sogar deine Leidenschaft wird. So baust du dir also eine Karriere aus dem Nichts aus. Krieg erst mal das Konzept von deiner Leidenschaft finden aus dem Kopf. Fokussiere dich darauf, Fähigkeiten zu lernen, wertvoll zu werden, Kapital für dich selber anzuhäufen. Und damit meine ich jetzt nicht Finanzen, damit meine ich das hier. Dass du Fähigkeiten lernst, dass du dich bildest, dass du Erfahrung sammelst, dass du Expertise entwickelst. Denn damit kommst du auch eben an Jobs und Karrieremöglichkeiten, welche sehr, sehr rar sind, die dich aber erfüllen. Oder du baust dir ganz einfach dein eigenes Unternehmen auf, deine eigene Selbstständigkeit. Aber da kommst du eben auch nur hin, wenn du diese Fähigkeiten lernst. Du bekommst es nicht einfach so gegeben, du musst es dir verdienen. Und dann kommt mit der Zeit auch vielleicht die Leidenschaft. Nicht nur vielleicht, sie kommt eigentlich immer. Wenn du in einer Sache besser wirst, wird es dir auch mehr Spaß machen. Dann ist ja dieser positive Feedback-Loop. Du investierst Zeit in etwas, siehst erste Resultate. Das bringt dich natürlich dazu, mehr Zeit in etwas zu investieren, du siehst mehr Resultate. Und das wird dieser schöne, positive Feedback-Loop. Dann, was ist, wenn du schon eine Karriere hast und du möchtest deine Karriere wechseln? Du sagst, hey, hat jetzt viel Spaß gemacht die letzten Jahre hier, aber ich möchte ganz gerne etwas anderes machen. Dann mach bloß nicht den Fehler, dass du von heute auf morgen sagst, okay, ich kündige meinen Job und mach was anderes. Nein, 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 nein. Damit wirst du ja all dein angehäuftes Kapital über die Jahre hinweg weg. Du wärst zweimal weg. Damit wirst du all dein Kapital in den Wind, aus dem Fenster. Mach es stattdessen wie Tarzan. Schwingst von einer Liane zur nächsten. Denn wenn du schon eine Karriere aufgebaut hast, dann wirst du wahrscheinlich auch bestimmte Fähigkeiten haben, du wirst ein bestimmtes soziales Netzwerk haben, du wirst bestimmte Kontakte in deiner aktuellen Branche haben und nutz deine Fähigkeiten, um ein Standbein in einer anderen Branche aufzubauen. Nutz deine Kontakte, um Kontakte zu anderen Branchen zu bekommen, um vielleicht Empfehlungen zu bekommen, um wichtige Businesspartner kennenzulernen, neue Kunden zu bekommen. Was auch immer es ist, wirf das alte Kapital nicht einfach weg. Schau dir an, was stört dich an deiner aktuellen Karriere und wie möchtest du, was es gerne aussehen soll. Und dann mach nicht einfach einen 180-Grad-Switch, sondern mach das Schritt für Schritt für Schritt. Schau, wie du dein aktuelles Netzwerk, deine aktuellen Kontakte, deine aktuellen Fähigkeiten nutzen kannst, um dir etwas Neues aufzubauen. Und du brauchst ja im Prinzip nur einen Fuß in die Tür zu bekommen. Du musst nicht direkt, wenn du deine Branche wechseln willst, von einer Branche, bam, da direkt ein riesen Business aufbauen und eine riesen Selbstständigkeit oder direkt an die Karriereleiter steigen. Nein, es reicht, wenn du einen Fuß in die Tür bekommst, von da aus alles Schritt für Schritt für Schritt aufbaust. Denn du bist den Weg ja einmal gegangen. Du hast schon einmal eine Karriere aufgebaut. Das heißt, du kannst auch nochmal machen. Jetzt ist es allerdings sehr viel einfacher, denn ich beschreibe es mal ganz gerne so. Nehmen wir an, du hast hier einen Ballon. Du bist allerdings hier unten. Und hier hinzukommen ist ganz schön schwer. Stattdessen gehst du diese Karriere hoch. Und kannst dann ganz einfach einen Schritt nach rechts oder links machen, bis in der neuen Karriere. Und in der Situation bist du eben gerade. Du hast dir schon etwas aufgebaut, möchtest dein Feld wechseln, also kannst du deine aktuellen Fähigkeiten, deine aktuelle Expertise, dein aktuelles Netzwerk, deine aktuellen Kunden, deine aktuellen Klienten, deine aktuellen Geschäftspartner alle nutzen, um Kontakt zu einer anderen Branche zu bekommen, in eine andere Branche umzusteigen, in ein anderes Feld umzusteigen, was auch immer es ist. Aber wirf das nicht alles auf einmal weg, dass du sagst, gut, ich kündige das jetzt und gehe jetzt hier. Das ist ja verschwendetes Kapital. Okay, das sind die besten Methoden, die ich kenne, um dir eine Karriere aus dem Nichts aufzubauen oder wirklich um deine Karriere einmal komplett um 180 Grad zu verändern. Und ich kann nur sagen, ich bin genau dem Weg im Prinzip gefolgt. Ich bin heute in einer Situation, wo es mir verdammt gut geht, wo ich eine Karriere aufgebaut habe, die mehr als Spaß macht, wovon ich gut leben kann, was ja im Endeffekt meine Leidenschaft geworden ist. Und den Weg bin ich gegangen. Ich kann jetzt auch nur so ans Herz legen, lass dich
klar, wenn du etwas hast, was dir unglaublich viel Spaß macht, dann folg der Sache. Aber wenn du jetzt eben nicht weißt, was deine Leidenschaft ist, dann romantisier das nicht so. Sag nicht, oh, ich muss diese eine große Sache finden. Nein, kreier etwas für dich. Geh nicht in diesen passiven Opfermodus, oh, ich muss was finden. Nein, sei proaktiv, kreier etwas für dich. Und der Spaß, die Leidenschaft wird mit der Zeit kommen. Erst kommt die Erfahrung, die Expertise, dann kommt die Leidenschaft und die Passion. Cool. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, damit hilfst du mir sehr, damit hilfst du auch anderen Leuten sehr, denn dann sehen die dieses Video eher, dann schlägt YouTube anderen Leuten dieses Video eher vor. Und naja, wenn dir das Video geholfen hat, willst du ja auch, dass andere Leute das sehen, dass anderen Leuten es auch hilft. Und wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten möchtest, wenn du mit mir ein persönliches Coaching haben möchtest, sei es einmalig oder sei es über mehrere Monate, dann schreib mir hier eine E-Mail und dann wird sich entweder meine Assistentin oder ich persönlich werde mich bei dir melden und dann können wir gerne schauen, wie wir zusammenarbeiten. So oder so, dann sehen wir uns da und im nächsten Video. Deshalb, zuallererst mal, nimm dir dein Smartphone und schalt Notifications aus. Du kannst deine Benachrichtigungen von WhatsApp, von SMS-Nachrichten, von E-Mails, alles ausschalten. Und das ist eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Wenn mir jemand auf WhatsApp schreibt, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, ich bekomme davon nichts mit, außer ich habe mein Handy in die Hand und außer ich will es mitbekommen.